Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und heute darf ich mich mit einem musikalischen Doppelpack unterhalten, das privat und beruflich gemeinsam in die Tasten haut. Sie sind eines der erfolgreichsten Klavierduos und am 14. Februar mit ihrem Programm Eternity in der Kölner Philharmonie zu Gast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Gürü, Ensari und Herbert Schuch. Hallo. Hallo, danke. Ja, schön, dass ihr hier seid und dass wir über diese wunderbare Sache des Klavierduos sprechen können, was, finde ich, viel zu selten gewertschätzt und gewürdigt wird. Und ich nehme mal schwer an, wenn man ein gutes Klavierduo ist, dann reicht es nicht, dass einfach jeder gut spielt, sondern da gibt es darüber hinaus noch viele andere Dinge, die wichtig sind. Was macht das für euch aus? Naja, also es ist schon wichtig, dass jeder gut spielt und vor allem, dass jeder weiß, was er möchte. Und ich glaube, die Kunst beim Klavier-Duo-Spielen ist, dass man sich ja auch gar nicht so kopfmäßig, sondern intuitiv irgendwo in der Mitte trifft, wo wir also vielleicht beide merken, dass das ist eine gute Version, da sind wir beide irgendwie happy. Und meistens geht das bei uns, ohne dass wir uns viel die Köpfe einschlagen. Das haben wir eine Zeit lang gemacht und das machen wir jetzt gar nicht mehr, sondern wir lassen uns da einfach treiben. Was den Vorteil hat, dass ich das dann, dass ich ganz viele Fragen von alleine erledigen. Und zwar oft eben während wir dann wirklich auch spielen. Also der Moment im Konzert ist eigentlich ja der entscheidende und nicht unbedingt, was man oder wie viel man davor bespricht oder macht oder tut. Also da gibt es so eine intuitive Ebene, die ganz wichtig ist und ich glaube, wenn die eben passt, dann ist schon ganz viel erreicht. Und hilft es dann, wenn man verheiratet ist oder ist das manchmal vielleicht eher sogar noch ein bisschen komplizierter? Ich finde, es hilft und es ist aber auch kompliziert. Also manche Sachen sind komplizierter, weil man vielleicht jetzt nicht so unbedingt achtet drauf, wie man Sachen formuliert, wenn man was möchte oder so. Und klar, wenn man gerade davor so mal eine Diskussion über irgendwas komplett anderem hatte, dann bringt man es schon irgendwie mit zur Arbeit. Es ist jetzt nicht so, dass man das komplett alles liegen lassen kann, weil es ist natürlich, unser Alltag geht total ineinander. Ja, wie soll ich sagen, also wir stehen auf und dann wir üben, dann wir proben und dann wir kochen und dann wir essen und das ist so wie eine, ja, wir leben fast wie eine Symbiose so im Haus. Aber deswegen ist es auch, finde ich, auch einfacher, wie Herbert gesagt hat, dass man einfach intuitiv aufeinander reagieren kann und dann einfach spürt, was der andere möchte. Und natürlich, wir gehen auch gemeinsam in die Konzerte, hören Kollegen an und hören uns einander an in Konzerten und wir wissen ungefähr, was unsere, also nicht ungefähr, ziemlich genau, wie wir auf Musik reagieren und auf Musik stehen und was unsere Meinungen sind. Und wir sind meistens auch nach einem Konzert der gleichen, im gleichen Gefühls- oder Meinungs- Situation, sage ich mal. Wir stimmen da meistens zu, wie wir das Konzert fanden. Also das ist immer, also eigentlich fast immer, ja, auf der gleichen Seite so, on the same page. Genau. Und würdet ihr sagen, dass ihr euch stilistisch auch sehr ähnlich seid oder lebt es auch davon, dass einfach jede das mitbringt, was so typisch ist und sich das dann wunderbar ergänzt? Eher, wie du als Zweite meintest. Also wir sind so vom Typen her, glaube ich, sehr unterschiedlich. Und wie wir an die Musik rangehen, ist auch unterschiedlich, auch wenn wir mit dem gleichen Ergebnis zufrieden sind. So. Und das ist, was es, glaube ich, so auch spannend macht, weil wir dann auch, wir von uns einander auch sehr viel lernen können und inspirieren lassen können, aber eigentlich das gleiche Ergebnis möchten. Das macht es, glaube ich, auch für uns so, die Probenarbeit und die Konzertatmosphäre auch dann auch spannend. Manchmal wissen wir auch nicht, was das Ergebnis sein wird. Und ja, es gab zumindest früher, oder wenn wir das Stück das erste Mal lernen, dann gibt es natürlich Meinungsunterschiede und alles. Und dann
wie Herbert gesagt hat, meistens ergibt sich dann im Konzert das Ergebnis, weil wir da ja nicht mehr diskutieren können. Da muss man einfach in dem Moment für etwas entscheiden. Und intuitiv entscheiden wir uns für ja, den gleichen Geschmack so irgendwie. Und dann denken wir, ja, das war eigentlich ganz gut. Worüber hatten wir eigentlich nochmal da diskutiert? Ja gut, das Problem ist ja auch, gerade wenn es jetzt irgendwie ein Stück ist, das jetzt wirklich eine große Dimension hat oder einen, sage ich mal, vielleicht am Anfang auch ein bisschen überfordert, weil man das Stück zum ersten Mal spielt und zum ersten Mal lernt, dann hat man ja auch noch gar kein wirkliches Bild davon, was das Stück eigentlich ist. Also das ist ja zu denken, dass man einfach an ein paar Ecken dieses und jenes macht und dann hat man irgendwie das Stück verstanden. Das halte ich für eine extrem naive Vorstellung. Das Stück ist ja, oder wenn es jetzt eben, sage ich mal, ein großes Werk von Schubert ist oder so, ist ja immer viel größer als man selbst. Und da muss man im Grunde genommen auch ganz einfach sagen, gut, dann spielt man das halt irgendwie ein paar Mal. Und das Publikum ist quasi, wie soll man sagen, sind die Versuchskaninchen und hören sich das an. Und irgendwann entsteht ja so etwas wie ein Bild im Inneren, wie das Stück eigentlich zu uns spricht und was es eigentlich bedeutet. Das kann man dem Stück ja am Anfang gar nicht überstülpen. Deswegen ist auch diese erste Probenarbeit so schwierig, weil man eigentlich ja teilweise noch gar nicht weiß, wie es dann am Schluss wird. Aber dann trotzdem denkt, dass man es jetzt schon wissen muss. Also ich denke, so ein intuitives Herangehen ist eigentlich ganz schön. Und macht ihr euch denn dann einen genauen Plan? Heute von 10 bis 12 wird geprobt oder ist das ein bisschen so, wie du gerade gesagt hast, ja, wir stehen auf, wir machen dies und das, wir sind so im Flow miteinander und dann gucken wir mal irgendwie, was der Tag so bringt. Also irgendwie stelle ich mir vor, man muss ja trotz allem, wenn man so erfolgreich und professionell unterwegs ist, da so eine Struktur reinbringen, sich einen Plan machen, auch wenn man zu Hause ist. Ja, das ist tatsächlich nicht so meine Stärke, einen Plan zu machen und danach zu gehen. Und wobei du liebst eigentlich Pläne zu machen. Du sagst immer, du fragst mich immer, dass ich dir irgendwie einen Plan machen soll. Also an sich, glaube ich, magst du Pläne super gerne, aber nicht, wenn es ums Üben geht. Ja, okay. Ja, also da sind wir schon. Ja, manchmal frage ich aber tatsächlich, ob du mir so einen Übeplan machen kannst. Also früher habe ich gefragt, nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, aber ich halte mich trotzdem nicht dran. Deswegen, ich glaube, ich kann nicht sagen, ich mag Pläne. Ich denke, ich musste Pläne mögen. So glaube ich eher. Ich glaube, die würden mir vielleicht was bringen, aber ja, ich bin nicht so ein Plantyp. Ich mache das, was gerade ja, davor steht und ja, so ungefähr. Naja, und ich bin im Flow. Ja, und mit Kind ist natürlich auch irgendwie so, dass dann die Zeit, die einem zur Verfügung steht, die ist dann so, das ist dann so aberwitzig wenig, weil dann hat man irgendwie vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Termin und dann denkt man sich so, ach, wir machen jetzt was und dann guckt man auf die Uhr und dann hat man genau 10 Minuten, wo man was machen kann. Also da ist, das sind dann teilweise auch so absurd kurze Zeitspannen, in dem ja eigentlich auch. Ja, eigentlich sie plant unseren Tag, so kann man sagen. Und dann, wenn man die Zeit hat, wo sie gerade nicht da ist, dann muss man einfach Prioritäten setzen. Das ist entweder wenn wir zusammen proben müssen, dann ist das einfach die Zeit, wo sie nicht da ist. Weil ansonsten kann man jeder mal für sich üben, wenn sie da ist, wenn der andere irgendwie sich um sie kümmert oder so. Was meistens der Herbert ist, der sich um sie kümmert. Und genau. Das geht auch davon, das kommt auch davon, weil er ja viel besser sich planen kann und disziplinieren kann und üben kann, wenn sie nicht da ist. Und mir fällt immer etwas anderes ein, was ich machen kann und dann ups, die Schwupps, sie ist zu Hause und ich habe eigentlich nicht genug geübt. So. Hat sich denn euer Zusammenspiel auch verändert, seitdem ihr Eltern seid? Das ist ja auch nochmal eine neue Dimension einer Beziehung und da lernt man sich ja auch nochmal neu kennen. Hat das euer Zusammenspiel irgendwie beeinflusst? Ich finde, es hat mein Spiel beeinflusst. Ich weiß nicht, wie du fühlst dabei über mein Spiel. Guck mal, wir haben darüber gar nicht geredet. Hat es unser Spiel beeinflusst, Eltern zu sein? Also wahrscheinlich schon, aber es würde mir schwerfallen, das jetzt irgendwie so ganz konkret in Worte zu fassen.
Also es fühlt sich schon einfach so prinzipiell das Leben anders an und deswegen denke ich, dass es sich im Spielen vielleicht auch irgendwo äußert, aber es würde mir total schwer fallen, das jetzt an so konkreten Sachen festzumachen, oder? Wie kannst du genau sagen, was anders ist? Was hat dein Spiel denn verändert? Weil du meintest, dass du schon glaubst, dass dein Spiel sich verändert hat. Ich finde, es hat meinen Klang verändert. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich es mir so vor, aber ich finde, und mein Mindset hat es auch verändert, dass jetzt perfekt Spiel ist gar nicht so wichtig. Und wenn ich einen Fehler mache beim Konzert, ich schlage mich nicht tot danach, weil ich weiß, es gibt so viel Wichtigeres, auch in der Musik, als ein paar falsche Töne, sage ich mal. Und dann, wenn ich einfach mit dem großen Ganzen und mit wie ich mich auf der Bühne fühle, mich mit der Musik verbunden fühle, wenn das stimmt, dann ist es mir, es war mir immer ein bisschen egal, so diese, ich hatte diese Gedanke, dass Musik über Töne steht, also nicht wegen der Töne da ist, sondern Töne sind nur quasi ein Mittel, um das zu vermitteln, was man eigentlich vermitteln möchte. Und ja, und das wusste ich immer, aber jetzt fühle ich es auch so, nachdem ich Mutter geworden bin. So kann ich sagen. So. Ihr tretet ja am 14. Februar in der Kölner Philharmonie auf, Valentinstag. Ja. Wir können ein bisschen romantisch werden. Nee, war für euch sofort klar, als ihr euch kennengelernt habt damals, dass das nicht nur privat, sondern auch musikalisch, künstlerisch funktioniert? Nee, das Musikalische kam erst deutlich später, also ein paar Jahre später. Und das hat sich dann einfach so, ja, so ganz langsam entwickelt, zum Spaß mal vierhändig spielen und so, das macht ja auch Sinn, wenn beide Pianisten sind. Und dann dachten wir so, ach so, ja, dann Guido hat ja noch studiert und dann haben wir irgendwie was Stücke mit gemeinsam in den Unterricht mitgebracht. Und dann meinte dein Lehrer so, ach, das wäre doch toll, das müsst ihr mal aufnehmen. Das war so von Hindemith Walzer, die ganz unbekannt sind. Und ja, und so kam so eins zum anderen. Also es war eher so ein langsames Hineinwachsen in dieses Duospiel. Es war für mich persönlich bis dahin nie irgendwie, ich hatte das nie so auf dem Schirm, weil ich bin ja so quasi der klassische Solo-Pianist, so auch von der Ausbildung her und mit Orchester und dann natürlich auch viel Kammermusik, aber nie mit einem anderen Pianisten oder Pianistin. Das war für mich eigentlich das Einzige, was... Obwohl, mit deinem Roommate hast du mal immer wieder gespielt. Ach so, ja, mit, aber das war einfach nur so, genau, aus Spaß mal. So haben wir auch angefangen. Ja, genau. Und was dann draus geworden ist. Ja. Ja, und wie ist das mit dem Repertoire? Als Solo-Pianist, Pianistin kann man ja so aus den Vollen schöpfen. Da, glaube ich, fällt es einem ja unheimlich schwer, sich überhaupt zu entscheiden, wem will ich mich widmen, welcher Musik will ich mich widmen. Wie geht ihr da vor auf Repertoire-Suche für Klavier vierhändig? Gibt es da Dinge, die ihr beide zusammen entscheidet? Oder ist immer jemand im Wechsel dran, auszusuchen, was ansteht? Oder spielt ihr gerne Bearbeitungen? Wie geht ihr da vor? Ja gut, Bearbeitungen spielen wir schon alleine aus dem Grund gerne, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel Literatur gibt, die eine Bearbeitung darstellt. Und das, wirklich tolle Musik auch, muss man sagen. Ja. Also ja. Und wirklich gut bearbeitet. Also jetzt nicht einfach nur so, also diese Tschaikos Genussknacker, das wir jetzt gespielt haben, oder spielen, oder Stravinsky Sacre und so, das sind also tolle Stücke und tolle Bearbeitungen. Oder Ravel Bolero, ich meine, da fehlt natürlich ein bisschen was, aber irgendwie trotzdem auch nicht. Ja. Ja, und das war ja auch wahrscheinlich früher so einer der wirklich Hauptaufgaben des vierhändigen Klavierspiels, dass man halt einfach Literatur sich in einem winzig kleinen, in so einer ganz kleinen Zelle zwei Personen sich dann so erarbeiten kann und kennenlernen kann. Aber es gibt tatsächlich auch gar nicht so wenig Repertoire. Also natürlich nicht so viel wie Klavierrepertoire jetzt, aber ja, auch nicht so wenig wie, ich weiß nicht, Bratschenrepertoire oder so. Klavier vierhändig oder zwei Klavierrepertoire ist schon auch gar nicht so wenig. Und wir gehen so ein bisschen daran, dass
entweder es gibt Stücke, die wir unbedingt spielen wollen und daraus entsteht dann irgendwie ein Konzept oder ein Programm. Also wir spielen nie oder wir machen ungefähr nie eigentlich Programme, nur um die Stücke nacheinander zu spielen. Ich meine, heutzutage ist es auch nicht mehr gang und gäbe, dass man sowas eh macht. Das war ja früher mal so, dass man gespielt hat, was man wollte. Und jetzt geht es eher um Konzept und das finde ich, das macht uns auch total Spaß, drumherum was zu überlegen und so wie jetzt für Eternity zum Beispiel. Das kam eigentlich auch erstmal aus den Stücken heraus und dann entstand das Konzept. Also das ist auch, ja, so gehen wir so ran. Aber Herbert ist da mit diesem Repertoire-Sache auch ziemlich interessiert und gut und hört sehr viel an und genau, entscheidet da auch sehr viel. Ja, an sich bin ich ja auch teilweise ziemlich faul, aber ich warte dann immer auf so einen Anruf oder auf einen, wenn ein Festival irgendwie sagt, wir haben das Motto XY und das ist dann irgendwie ein völlig absurdes Motto, aber sowas finde ich dann immer total spannend, weil ich mir dann wirklich an, weil ich dann wirklich anfange so zu überlegen, so was könnte zu diesem Motto wirklich passen und dann fange ich an, irgendwie überall in alle Ecken und Enden reinzuleuchten und zu schauen, ob ich was finde und dann kann das bei mir auch ganz schnell gehen, dass mir dann irgendwie so eine Idee kommt, an der sich dann eben so ein Programm auch orientieren kann. Was war für dich jetzt der Anreiz, Eternity, so in den Ewigkeitsgedanken in den Fokus zu rücken, mal mit der Musik von Brahms, Schubert, von Messiaen und Beethoven? Ja, vielleicht schon auch, dass ich mal so ein Soloprogramm oder öfters mal schon Soloprogramme hatte, die sich so ein bisschen mit letzten Werken auseinandergesetzt haben, auch mal was mit Messiaen, wo es, ja, ich hatte ja mal so ein Programm, wo es sehr um Glockenklänge ging und also man hat dann sozusagen schon so ein bisschen Erfahrung mit Programmen und das dann irgendwie oder so ein ähnliches Konzept mal auf ein Duo-Programm zu übersetzen, fand ich dann eben spannend und glücklicherweise gibt es eben dann auch so Musik, die dann von den letzten Dingen spricht und genau, und das ist dann ist toll, wenn dann alles so ineinander übergeht und eigentlich passt. Beethoven hatten wir ja bei Beethoven ja schon mal gespielt und Schubert-Fantasie haben wir eh sowieso öfters gespielt und diese Brahms hatten wir eigentlich vor Jahren hier in der Philharmonie einen Brahms-Abend gespielt. Eigentlich all diese Stücke hatten wir gespielt, die waren da, das meine ich so, dass es so von Stücken ausging. Jetzt nicht, wir wollten nicht unbedingt ein Eternity- oder Ewigkeitsprogramm machen und dann nach Stücken gesucht hatten, die waren da. Und Messiaen war einfach dann, ist dann dieser Leitfaden geworden, das alles so zusammenhält. Ja. Ja. Und wenn ihr euch zum ersten Mal mit einem Stück beschäftigt, setzt ihr euch dann im allerersten Moment erstmal zu zweit an die Tasten mit vier Händen und lernt das Stück kennen oder braucht jetzt dann erstmal jeder kurz 5 Minuten für sich zur Vorbereitung, bevor ihr zusammenkommt? Also so ein bisschen Vorbereitung brauchen wir also schon, aber mag du magst das nicht. Ich mag das Stück gemeinsam zu lesen sehr, weil das so einen Überblick gibt und dass man gemeinsam drauf schaut und dann irgendwie danach sagt, okay, das bringt jetzt nichts so zu spielen, jetzt müssen wir beide selber mal ein bisschen üben, bevor wir nochmal proben. Aber dieses allererste Lesen mag ich sehr gerne gemeinsam zu machen. Ja, legendär war natürlich, als wir haben ja vor einigen Jahren mal von Zimmermann Monologe gelernt und dann ja auch aufgenommen und so. Und das ist wirklich das Komplizierteste, was ich jemals gespielt habe und du auch, glaube ich. Und sehr lustig fand ich, dass du hattest dann irgendwie keine Lust, alleine deine Stimme zu üben. Ich wurde leicht depressiv, während ich das Stück geübt habe. Und dann hatten wir genau diese Idee, dass wir getrennt unsere Stimmen üben, aber an beiden Klavieren. Also im gleichen Zimmer. Im gleichen Zimmer, genau, im gleichen Zimmer. Herbert hat seine Stimme geübt, ich habe meine Stimme. Und das hat mich so motiviert zu üben und irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen abgelenkt von meiner depressiven Stimme, dass ich deine auch mitgehört habe. Es hat super gepasst. Das ist einfach diese Magie, finde ich, von diesen modernen Stücken,
dass manchmal, weil das war auch so wie ein Monolog, das hat auch so toll zu diesem Stück gepasst, fand ich, dass man selber üben konnte, ohne gestört zu sein von dem anderen. Und ja, und wir kamen so tatsächlich weiter. Sonst, dass ich alleine da eine Stunde an diesem Stück saß, ich weiß nicht, wie es möglich gewesen wäre. Ja, eigentlich seid ihr ja nicht im Monolog, sondern im Dialog die ganze Zeit. Also das war ja auch so der Überbegriff für das Album damals, glaube ich. Ja, genau. Und das Album vom letzten Jahr heißt In Search Of. Ja. Was sucht ihr denn? Ja, alles Mögliche. Also dieses In Search Of Album, das orientierte sich so ein bisschen an Musik, die wir selber in unserer Kindheit gehört oder auch gespielt hatten, und war so ein bisschen durch die Geburt unserer Tochter auch eben mit angeschoben, diese Idee. Und durch Corona war auch eine Corona-Geschichte. Ein bisschen Einsamkeit, an Vergangenheit denken, an unsere eigene Kindheit denken. Und da kam einfach diese Musik, und das ist auch, das war tatsächlich dann von dieser Gedanke auch ausgehend, aber es ist dann so wie ein Best-of-Album geworden, weil mit Dvorak, slawische Tänze, Brahms, ungarische Tänze, Tchaikovsky, Genussknacker aber wenn man denkt tatsächlich, das sind auch Stücke, die bei einem Kind auch gleich ankommen. Also wie viele Kinder hören Tchaikovsky, Genussknacker und sind gleich davon angetan, oder auch diese Brahms-Ungarische Tänzer, ich meine, das sind wirklich, ja, so ist es entstanden. Und wir waren so ein bisschen auf der Suche nach uns selbst, und dann natürlich haben wir Musik gefunden. Ja, und in der Musik habe ich gedacht beim Hören, also da hört man einfach wirklich, dass in den 20 Fingern steckt so ein ganzes Orchester drin. Und ihr kennt das ja auch beide, als Solisten vor einem Orchester zu sitzen und Musik mit Orchester zusammenzuspielen. Habt ihr dann tatsächlich in dem Moment auch so das Gefühl manchmal, wow, was aus 20 Fingern so für Musik rauskommen kann? Ja, also ich finde schon, also diese Finalmomente von Stücken, wo es dann irgendwie alles größer ist. Ich meine, zum Beispiel gestern, als wir diese Tchaikovsky Genussknacker nochmal gespielt haben und dann diese letzte Blumenwalzer, wie großen dann wir drücken, beide so diese Bässe dann nochmal, und irgendwie, leider die Flügel waren ein bisschen zu klein für die Bässe, aber ja, man, oder bei Stravinsky und so, also bei diesen tatsächlichen Orchesterwerken, ich finde, man spürt es schon, und man versucht auch an die eigene Grenze zu gehen. Ich erinnere mich, in Brüssel Beaux-Arts, da hatten wir so ein schwergängiger Flügel für Stravinsky Sacre. Mhm. Und wir hatten an der gleichen Stelle, weil wir wollten so viel Klang rausholen, aber es ging bei dem Flügel nicht. Und dann an einem Moment haben wir beide unsere Finger verletzt. Tatsächlich, wir haben so viel reingehauen. Und nach dem Konzert, an dieser Stelle habe ich, und er ist so, ich auch an dieser Stelle, und jetzt spüre ich meinen Finger gar nicht mehr und so. Stimmt. Ja, also wir genießen schon, diesen Orchesterklang rauszuholen, diese 20, ja, schon. Und macht das nochmal einen großen Unterschied für euch, ob ihr jetzt an einem Instrument sitzt und euch so ein bisschen aufteilt auf den Tasten, oder ob jeder ein Instrument für sich hat? Ja, es ist immer ein großer Unterschied. Klar, an einem Instrument hat man diese maximale Nähe und auch dieses, sag ich mal, das Timing ist dann natürlich überhaupt keine Frage, weil wir das dann sehr, sehr gut spüren. Und ja, in dem Moment, wo man dann an zwei Instrumenten sitzt, ist man schon einfach auch deutlich weiter voneinander entfernt. Und es ist Kammermusik. Dann ist es eher Kammermusik, so, ja. Es gibt auch zum Beispiel viele Klavierduos, die Geschwister sind, die gar nicht an einem Klavier spielen können, weil die einfach zueinander zu nah sind. Gehörst du halt Pekinal, die spielen alleine diese Schubert-Fantasie an beiden Flügeln. Sonst gibt es Streit. Also, ja, genau. Ja, also das andere ist schon eine sehr, sehr nahes Spiel, was ich eigentlich sehr gerne mag. Herbert mag natürlich seinen eigenen Flügel haben. Nee, also, ja, mag ich. Ich bin natürlich gewohnt, meinen eigenen Flügel zu haben, aber ich habe jetzt auch mit der Zeit eben gelernt, also nicht nur quasi gelernt, da was abzugeben. Es ist ja auch dann auch viel Kontrolle, was man selber abgibt. Das Pedal ist ja dann oft eben
nicht das eigene Pedal, was man dann genau in dem Moment machen wollen würde. Aber du quetschst mich nie beim Pedal zum Beispiel. Wenn mir was nicht passt beim Pedal, dann irgendwie wie nennt man das? Du stupst mich an. Ich stups ihn eher. Ich trete nicht, das wäre sehr gemein. Aber ich stups ihn schon auch beim Konzerten. Und er weiß natürlich nie, was ich meine mit stupsen. Ist das zu viel Pedal, zu wenig Pedal? Ist das linke Pedal, rechte Pedal? Es ist so total durcheinander. Aber du machst es nie. Ich versuche dann eher quasi für mich irgendwie einen Weg zu finden, damit zurechtzukommen. Genau. Das ist so meine Art. Ja. Die Auftritte zusammen, sind das so eure Sahneschnittchen-Auftritte? Also ihr seid ein tolles Duo, aber ihr seid ja auch jeder für sich noch auch so solistisch unterwegs mit unterschiedlichen Programmen. Sind das aber für euch musikalisch so die Highlights, wenn ihr zusammen auftretet? Ich glaube, das ist immer total unterschiedlich, oder? Also je nachdem, was halt, wie das Programm aussieht, wo das Konzert stattfindet. Also so ein Konzert wie jetzt in der Kölner Philharmonie, das ist natürlich ein unglaublich tolles Erlebnis und auch eine große Ehre, dass wir da uns als Duo irgendwie mal in so einem ganzen Abend vorstellen können. Und die Atmosphäre ist ja gigantisch. Das sind dann schon so Dinge, die einfach dann auch hängen bleiben, so ein Konzert. Aber ich denke, es ist für uns beide wichtig, dass wir eben auch so unser eigenes Ding machen. Und das machen wir auch schon lange. Und ja, also jedes Konzert ist halt ein eigenes Erlebnis. Und an manche Konzerte erinnert man sich nach 10 Jahren überhaupt nicht mehr. Und manche bleiben auf ewig im Gedächtnis. Und das weiß man im Voraus meistens gar nicht. Habt ihr denn so ein gemeinsames Ritual vor einem Konzert, wenn ihr zusammen auftretet? Gibt es da was ihr, also seid ihr euch da auch einig, nicht reden, miteinander reden, nochmal was essen, nochmal was anspielen oder auf keinen Fall nochmal was anspielen? Wie ist das so vor einem Konzert? Herbert mag tatsächlich immer anspielen und ich gar nicht. Da sind wir anders. Ich habe dann meine Kügelchen, mit denen ich dann spiele und meine Finger irgendwie bewegen, aber ich mag nicht an Klavier setzen, auch wenn ich alleine bin, auch nicht. Und Herbert mag es gerne, bis zum letzten Moment. Aber wir sind ansonsten, wir sind relativ entspannt. Also da haben wir jetzt ein Ritual oder so. Ich mag immer im Winter Tee haben, aber das ist... Und essen immer gerne. Also wir sind keine Bläser, wir essen gerne vor den Konzerten. Also so mal Sandwich oder mal genau eine Banane, Schokolade. Genau, das schon. Und seid ihr weniger aufgeregt? Also ich stelle mir das auch ganz schön vor, wenn man so zusammen ist und sich gut kennt und auch irgendwie nochmal vielleicht so ein anderes Vertrauensgefühl zurückgreifen kann auf der Bühne, als wenn man jetzt ganz alleine auftritt oder als Solistin oder Solist vom Orchester. Seid ihr grundsätzlich nie aufgeregt, weil ihr euch das eh schon abgewöhnt habt? Nee, das ist schon so. Also ich bin deutlich weniger aufgeregt, wenn wir gemeinsam spielen. Was viele Gründe hat. Im Vergleich zu wie du sonst auftrittst, meinst du? Ja, ja. Klar. Also so ein Soloabend oder wenn man mit Orchester spielt, ist schwer zu beschreiben, wieso es eigentlich dann so ist, dass man dann teilweise eben doch viel mehr aufgeregt ist. Gut, und wir sind jetzt auch nicht so ein Klavierduo, das auswendig spielt. Also das ist natürlich toll, wenn es Duos gibt, die das machen. Aber es ist im Grunde genommen... Das finde ich total egal. Hat es nur damit zu tun, dass die das halt wahrscheinlich seit 25 Jahren machen. Und wenn man eben Stücke mit 14 gemeinsam lernt, dann kann man die eben auch auswendig. Aber es ist kein Garant dafür, dass es irgendwie besser klingt. Aber ich finde, mit Noten zu spielen, ist schon ein Tick entspannter für mich, als jetzt irgendwie so einen ganzen Abend alles auswendig zu haben. Da merke ich dann schon auch, dass ich mich dann auch irgendwie ein bisschen freier ausdrücken kann. Und vielleicht auch mal einen Haken schlagen kann, den ich mich vielleicht sonst nicht trauen würde, weil man einfach weiß, dass man die Noten vor sich hat und da irgendwie immer darauf zurückgreifen kann.
Ihr habt vorhin gesagt, dass beim Kontext, als es um das Album ging In Search Of, dass ihr euch auch so mit Kindheitserinnerungen, mit Stücken, die ihr schon lange beide kennt, so als Kinder aus Kindertagen vielleicht beschäftigt habt. Und gleichzeitig hast du, glaube ich, Guru, am Anfang gesagt, ihr habt auch eine unterschiedliche Art, ans Klavierspielen ranzugehen. Aber beschreibt doch mal, wie jeder von euch so überhaupt zum Klavier gefunden hat. Gibt es da Ähnlichkeiten oder ist das tatsächlich ganz unterschiedlich, wie ihr überhaupt so die Tasten für euch entdeckt habt? Also ich glaube, das ist ähnlich, weil das war Herberts Vater, das, er hat ihn einfach zum Klavier geführt und das war bei uns meine Mutter. Genau, wir hatten so jetzt nicht unbedingt die große Auswahl an Instrument oder irgendwas. Also du hattest natürlich noch mal Geige gespielt, ein paar Jahre, aber das war für dich auch total klar, dass du mit Klavier weitermachst. Und mich hat auch niemand gefragt, ob ich was anderes spielen möchte. Ich musste einfach Klavier spielen und ich habe einfach das gemacht. So, also das ist jetzt nicht so wahnsinnig romantisch, sage ich mal, wie ich zum Klavier gefunden habe. Aber auch mit sehr viel Druck bin ich groß geworden. Also um Klavierspiel, um überhaupt Schule und alles. Das war extremst wichtig in meiner Kindheit oder in meinem Familienleben. Aber trotzdem interessanterweise, ich bin so gut wie nie aufgeregt vor den Konzerten. Also konzentriert bin ich auf jeden Fall. Ich kann jetzt nicht mit Leuten irgendwie Quatsch machen und lachen und dann auf die Bühne. Ich könnte, aber ich spiele dann total schlecht, ich weiß das. Es ist schon mal ein paar Schülerkonzerten passiert und bringt mir nichts. Also konzentriert muss ich sein, aber aufgeregt wirklich, da sind wir auch unterschiedlich, sage ich mal, finde ich. Also beim gemeinsamen Spielen sind wir sowieso, da verlassen wir auf uns einander und irgendwas, das aber auch, wenn ich alleine spiele. Das ist so das eine und dann, glaube ich, unsere Herangehensweise, also wir hatten auch sehr strenge Lehrerinnen, du und ich, ja, die irgendwie wirklich an uns dran geblieben sind und mit uns geübt haben und mit uns, ne? Deine Lehrerin kam zu euch, so nachdem ihr von Rumänien noch nach Deutschland gekommen seid, für ein paar Wochen und ich bin immer zu meiner Klavierlehrerin gefahren bei Schulferien. Also wir haben alle in Istanbul gewohnt, aber ich habe dann tatsächlich bei ihr gewohnt für eine Woche. Manchmal jedes Wochenende bin ich zu ihr. Also wir haben wirklich so diese Camps gehabt. Das war auch so eine ähnliche Art. Nur bei mir war es nicht klar von Anfang an, ich werde Pianistin oder so. Ich habe tatsächlich viel Mathe und Physik und Chemie und Biologie alles gelernt und Abitur gemacht mit naturwissenschaftlichen Fächern. Und also das war für mich erst später klar geworden, dass ich Klavier studiert habe, dann dazu gekommen bin. Ja. Und für dich war auch das so ganz intuitiv? Ja, es war in dem Sinne schon intuitiv, dass ich mir jetzt nicht groß Gedanken gemacht habe über meine Zukunft. Es ist schwierig irgendwie auch in dem, also man fängt dann irgendwie so an und... Wann hast du angefangen, dir Gedanken zu machen über deine Zukunft? Ich glaube mit 20. ich glaube, man ist dann irgendwie in so einem... man wird da so auf ein Gleis gestellt und das läuft dann einfach. Und ich habe dann einfach auch mitgemacht. Das war für mich auch, hat sich für mich auch nie in die Frage gestellt. So, ich hatte auch, glaube ich, nie bei anderen Dingen das Gefühl, oh, das wäre etwas, was mich total fasziniert oder reizt und so. Also das Klavierspiel war dann für mich immer so, war so eine Konstante irgendwie im Leben. Und ich glaube, die Fragen, was man eigentlich damit machen will oder ob man jetzt irgendwie Pianist wird, die kommen eigentlich dann viel später. Also das sind dann eher so dann die Phase, wo ich dann wirklich angefangen habe, auch das zu reflektieren. Und dafür muss man ja eigentlich schon fast diesen Beruf quasi ausüben, um zu wissen, was das bedeutet. Bis dahin ist das ja so ein es ist in so einer Sphäre, die man ja gar nicht wirklich kennt. So, was heißt das, wirklich Musiker zu sein? Wie ist das für eure Tochter? Also ich stelle mir vor, wenn man in einem Haushalt groß wird, wo immer einer, mindestens einer spielt, manchmal Mama und Papa auch beide gleichzeitig, spielt ihr auch manchmal mit 30 Fingern? Sie macht sehr gerne mit tatsächlich. Immer zwischen uns setzt sie sich hin und irgendwie spielt mit. Aber wir haben letztens sie gefragt, möchtest du Klavierunterricht? Möchtest du Klavier spielen? Sie hat gesagt, nein. Ich sage, ja, gut.
clever girl. Und dann am nächsten Tag hat sie gehört, dass eine Freundin irgendwie Klavierunterricht nimmt. Und dann, ich habe dann auch nochmal, wir haben sie gefragt, so, wenn du Klavierunterricht nimmst, dann von wem, so bei wem würdest du haben wollen? Dann sie hat gesagt, Mama. Und das wird nicht gut ausgehen. Und genau, das war so. Aber es ist natürlich, sie macht uns nach, sie setzt sich ans Klavier, sie spielt wirklich auch sehr schön. Also sie haut jetzt nicht und sie hat schon Daumenuntersatz, sagt man, Einsatz. Mhm. Ja, sie also sieht, so glaube ich, einfach sehr wirklich, genau zu auch, ja, wie das aussieht, wenn wir spielen, und sie versucht das nachzumachen. Und manchmal spielt sie so Akkorde und dann blättert sie immer um und irgendwie, das ist schon sehr süß, das anzuschauen. Aber ja, ich glaube, wir hoffen beide, dass sie jetzt nicht damit anfängt. Ja gut, man ist halt irgendwie in so einer Situation, wo man auf der einen Seite weiß, dass es natürlich was total Schönes sein kann, irgendwie die Musik so wirklich als Essenz des Lebens zu haben. Aber es ist natürlich auch eine Riesenverantwortung und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas nicht so glatt geht, ist ja auch irgendwie hoch. Und ich glaube, wir haben beide nicht übermäßig Lust, ihr das so anzutun, es sei denn, sie möchte das unbedingt selber. So, und ich glaube, bis da mal so ein, ich will das unbedingt selber kommt, wird das noch ein Weilchen dauern. Da ist sie noch nicht so weit. Ja. Und wird sie in der Philharmonie dabei sein? Sitzt sie dann im Publikum? Nee, das schafft sie noch nicht. Also sie will jedes Mal, aber das ist noch ein bisschen zu früh. Sie ist ein sehr aktives Kind so und sie will immer so, sie auch interaktiv. Also sie hat bei dem, es gab bei in der Philharmonie so ein, zum 100. Geburtstag von Ligeti so ein Kinderkonzert. Und da hat sie so toll zugehört. Sie war so begeistert. Mhm. Und sie wollte unbedingt danach zur Prinzessin, also diese Puppe. Also sie hat die Geschichte nicht ganz doll verstanden, Gott sei Dank, weil da war auch sehr gruselige Sachen. Und sie war total begeistert. Und sie hatte einen Ballon in der Hand. Sie wollte es unbedingt zu der Prinzessin geben. Dann sind wir so ins Backstage und so. Also das hat sie so ganz toll gemacht, aber das war ein Kinderkonzert. Also mein Vater kommt dann von Istanbul und passt auf sie auf bei uns zu Hause. Wir haben einen importierten Babysitter. Des Öfteren, genau. Ja, schön. Wir freuen uns sehr auf euer Heimspiel in der Philharmonie. Und das klingt alles auf jeden Fall schon mal sehr inspirierend, euer buntes Familienkünstlerleben. Schön, das dann auch hier auf der Bühne zu sehen und zu hören vor allem. Vielen Dank. Danke auch. Für euer Gespräch mit mir. Wir danken. Vielen Dank. Und das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees, heute im Gespräch mit Ensari Schuch, Klavierduo. Ich sage Tschüss und bis bald.